Grüezi miteinander. Servus zusammen. Und einen schönen guten Abend. Die Frage vorweg ist, ist es denn möglich, bei einer Mercedes S-Klasse für 59 Euro Bremsbeläge mit Sensoren vorne und hinten zu wechseln? Wir werden es in diesem Video anschauen. Ich kann es gleich vorwegnehmen, die Mission ist gescheitert, aber in der Theorie ist es nicht gänzlich unmöglich. Es hat sich über ein paar Wochen hinweggezogen, es hat angezeigt, Werkstatt aufsuchen, Bremsbeläge. Dann habe ich ja eh das mit dem Kompressor machen lassen, dann hat es geheißen, ja, es sind die vorderen und ich habe noch so circa 5000 Kilometer frei. Jetzt, wo ich selber gesehen habe, dachte ich mir, okay, für mich wären es wahrscheinlich sogar 10.000 Kilometer. Sei es drum. Ich dachte mir, okay, hast du ein paar Wochen Zeit, machst es mal richtig schön auf günstig. Eben fürs Video hier. Hab mich so ein bisschen über die Preise am Markt orientiert und bin dann zum Schluss gekommen, ich kaufe die Teile, ich mache selber. Ich war dann wirklich beim ATU, mal wieder in Konstanz, wo ich eh was zu tun hatte und habe gefragt, was es kostet. Da war, glaube ich, Bremsbeläge für eine Achse irgendwas über die 80 Euro. Aber in Friedrichshafen gäbe es die noch für 60 Euro. Dann dachte ich mir, Mensch, genial. Ich habe vorher gedacht, ich bestelle die im Internet. Da hätte ich die für 60 Euro alle vier bekommen, habe es auch schon bezahlt. Der hat dann aber geschrieben, nein, das wäre nicht die passende, er hat es mir nicht zugeschickt. Ich habe wirklich Zweifel, ob das wirklich so stimmt. Sei es drum, ich habe es ja nicht bekommen. Dann bin ich nach München gefahren und dachte mir, komm, da ist Friedrichshafen am Weg nicht so weit. Habe eine E-Mail geschrieben, habe einen Termin vereinbart, der wird dann immer automatisch bestätigt. Und habe geschrieben, dass ich gerne vorne Hausmarke hätte für 60 Euro und hinten das, was halt da habt und dass wir das gleich wechseln. Natürlich kam keine Antwort auf die E-Mail. Langsam denke ich mir, wenn du an ATU was schreibst, kannst du einen Brief schreiben, tust es in eine Flasche rein, schmeißt es in den Rhein oder in sonst irgendeinen Fluss, der eh in Deutschland rauskommt am Bodensee. Die Möglichkeit, dass sie es lesen, ist genauso sicher. Ich tue auch nicht auf ATU rumhaken oder bashen, weil unter uns, ich gehe nicht umsonst immer dahin, weil ich finde das Konzept eigentlich voll genial. Das Konzept finde ich genial, die Umsetzung ist die Problematik. Die Leute sind mega gestresst da, schade eigentlich, weil Konzept ist Bombe. Gehen wir der Reihe nach durch, ich bin dann nach Friedrichshafen. Ich dachte, ich bin falsch, weil ich über wirklich so einen Schrottplatz gefahren bin. Ich muss euch da Bilder zeigen, wenn das heißt, ich erzähle böses Zeugs. Und bin da rein, es war leider ein Tag mit über 35 Grad, mega heiß, ich hatte um 11 einen Termin, keine Chance, dass der Termin so wahrgenommen wird, vor mir waren fast 10 Leute, ich habe ewig gewartet, dann direkt vor mir war noch so ein Rentner, der ist so rumgehüpft, ich dachte, der fällt jetzt gleich um, hinter mir dachte ich, oh, da ist eine Religionslehrerin, mit so blickdichter Strumpfhose, Kleidchen und Sandalen, irgendwann habe ich gesagt, oh, die hat einen Vollbart, ich will jetzt hier gar nicht sagen, wie man dazu sagt, weil ich glaube, ich sage es eh nicht political correct. Das ist wie letztes Mal so ein Schaumding mit Schokolade übergossen. Wenn ich jetzt sagen würde, wie es heißt, liege ich bestimmt falsch, weil das ändert sich ja permanent. Ich habe zwei Päckchen gekauft, einmal Achse vorne, einmal Achse hinten. Und die Sensoren, das hat glaube 120 Stutz gekostet. Ich war zufrieden, bin losgefahren. Mittlerweile habe ich mich erkundigt bei einer Werkstatt, Garage, was würde es kosten, wenn ihr das macht. Da war die günstigste bei 300. Nach oben hin gab es wieder fast keine Grenze. Bei Mercedes kriegst du Bremsbeläge mit Wechsel eigentlich nicht unter 1000 gemacht. Und hier war das günstigste 300. Also war mir schon ganz klar, muss man selber machen. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum tue ich das eigentlich immer selber? Ich kann es euch sagen. A, weil es mich einfach interessiert. Es interessiert mich, weil mich interessieren Oldtimer, ich möchte es wissen. Und wenn man es wissen möchte, hat man drei Möglichkeiten. Man kann entweder so Literatur lesen, oder, was ihr richtig gut findet, solche Bücher, da habe ich fast alle, die waren, glaube ich, relativ teuer, 39 oder so. Immer wenn ich sowas für 9 Euro finde, bei eBay Kleinanzeigen für BMW oder Mercedes, kaufe ich es. Und ja, es ist auch recht gut beschrieben, das Thema. Kann man sich echt ein Bild machen, ist dann auch oft immer ein bisschen baugruppenübergreifend. Oder man kann sich auch ein Video angucken mit Fotos direkt von was ganz Gutes. Ah ja. Oder du machst die Schule für Mercedes-Mechaniker, die Meisterschule, das ist ein Online-Kurs. Ich mache es halt lieber gerne selber und ich lerne Erfahrung. Vieles hat auch viele Vorteile. A, kann ich ein Video für euch machen, weil ich weiß, wie es geht. Ich habe es gemacht, ich weiß, was es kostet. Aus erster Hand erzählen. B, tut es mir selber gut. Ich kann sowas einschätzen, wie aufwendig, wie teuer das Ganze ist. Ich kann, wenn ich ein Auto kaufen möchte für mich, kann ich es besser einschätzen und wenn ich mal ein Auto verkaufen möchte, kann ich auch was drüber reden, kann sagen, du, das sind Kosten von 60 Euro, das ist zu vernachlässigen oder oh, das ist was Größeres und. Ich möchte ja jetzt nicht unbedingt in Autohandel einsteigen,
Aber für Leute, die ihr Auto präsentieren oder verkaufen möchten, da mache ich ganz gerne Videos, Fotos und die Anzeige. Ebenso Marketingtätigkeit. Und da ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn man von der Materie ein bisschen Ahnung hat, kann man das Ganze schon besser beurteilen. So ist die Meinung. Irgendwann werde ich mir so ein Buch auch mal kaufen mit "So wird's gemacht, Ferrari 328. Oder kaufe ich mir einen Ferrari 328, die gibt es glaube ich schon für 75.000, GTS, GTB, ist egal, schwarze Leder ist mir lieber wie beige. Dann kann man halt den Motor mal wirklich rausholen, aufmachen, das alles tauschen, weil bis jetzt ist der einzigste Knackpunkt beim Ferrari-Fahren einfach die Servicekosten, wenn du in der Werkstatt musst. Das ist brutal, was das Ganze kostet. Und ich würde mir gleich noch ein Lancia Thema Ferrari dazu kaufen, also auch den 8.32. Der mir total gut gefällt, vom Leder, vom Holz und natürlich der Ferrari-Motor auch Bombe. Nur du musst halt richten können. Es bringt nichts, wenn du das Auto für 10.000 kaufst und noch 12 oder 20 für die Inspektion zahlst vom Motor. Kannst du aber selber machen, wäre es natürlich geil. Kannst du auch mal im Jahr ein, zwei Autos, die du für dich gemacht hast, danach verkaufen. Und die sind ja ähnlich wie bei Porsche approved. Du hast Dokumentation, dass zerlegt ist, dass zusammengesetzt ist, dass alles wunderbar passt, dass du die nächsten zwei Jahre mindestens zufrieden hast. Ich bin auch übrigens von dem Thema Aston Martin, war jetzt noch nie so sehr, fand ich aber nice, oder dem Thema Bentley komplett weggekommen, auch das, was ich da alles bei den Hamburger Typen gesehen habe, sondern ich bin jetzt eher Typ Mercedes 280 SLC oder 280 CE. Da habe ich zwei ganz tolle Projekte vor, da gibt es jetzt demnächst schon mal ein Video, werde ich euch das im Einzelnen zeigen. So, ich habe die Bremsbeläge gekauft, heute war es soweit, in der Früh, Auto schön hoch, macht natürlich Spaß auf dem Kiesplatz, aber ich habe so Schwerlastmatten, wo man das ein bisschen abdecken kann, und dann habe ich mir die Geschichten vorne raus und habe es gewechselt, das ging alles relativ easy. Das müssten jetzt die vorderen sein, die sind schon relativ runter und hier könnt ihr das einmal sehen, da liegt dann der Sensor schon offen. Übrigens, hier macht es wirklich Sinn, Gummihandschuhe zu sagen, und du wirst total dreckig. Hier ist auch schon das Sensorteil angeschliffen. Ah, und das war die andere Seite, die sind eigentlich relativ gut noch, da war noch kein Sensor betroffen. Und so schaut so ein Sensor aus. Da ist hier so ein Plastikstift, den tust du in diesen Bremsklotz rein und wenn der angeschliffen wird, metallfrei, dann gibt es hier ein Nadel an dich. Eigentlich wirklich easy Sache, wenn man es kapiert. Dann ist es noch so, da sind zwei Scheiben verbaut, dazwischen, also zwei Bremsklötze, dazwischen ist die Scheibe, dann ist so eine Metallklammer drumherum und zwei kleine Stiftchen. Die klopfst du ganz vorsichtig raus. Und dann muss ich hier auch ein bisschen nackeln, dann kannst du es hier mit dem Schraubenzieher so reinfahren und hochziehen. Aber halt wirklich nackeln und nicht reißen. Umgekehrt beim Reinmachen genauso, du musst die Backen ein bisschen auf die Seite drücken, leicht und sanft, nichts kaputt machen. Und dann kannst du die neuen einschieben, nicht einklopfen oder so, einschieben. Gucken, dass auf die Bremsbeläge und die Bremsscheiben kein Fett kommt, das mögen die nicht. Machst wieder also die Metallfederklammer irgendwas hin, tust die zwei Bolzen rein, steckst den neuen Sensor, schraubst das Rad drauf, alles tschutsche, Probefahrt wäre auch nicht schlecht. Und natürlich einmal alles ein bisschen einbremsen, bevor die große Reise losgeht. Soweit so gut, vorne war alles erledigt, bin ich nach hinten gegangen, was war es, die falschen Teile. Ich habe so kleine zierliche, was war es, so große. Ich schaue auf der Verpackung, ja S-Klasse, aber da gibt es das Größe-Kleiner-Zeichen bis 98. Da hat er mir natürlich die von W140 eingepackt, statt die von W220. Super, super gut. Dafür ist es auch wichtig, dass man den Herren immer den Fahrzeugschein oder den Fahrzeugschein zeigt. Habe ich extra noch den alten deutschen Fahrzeugschein kopiert. Weil so am Modell suchen sie sich nicht raus, war ja einmal bei eBay das Problem, war ja einmal hier das Problem. So, ich wollte ja heute die Baustelle fertig bringen, also was mache ich? Ich schreibe wieder drei E-Mails, bei ATU kam natürlich keine Antwort. Fahr auf jeden Fall nach Konstanz, haben die natürlich wieder nicht am Lager. Ich konnte die hinteren zurückgeben, ich habe 49 Euro bekommen, jetzt wissen wir ganz genau, was es kostet. Dann ging die Reise weiter nach Singen, Singen ist davon 20, 25 Minuten entfernt. Große Industriestadt, gibt es große Autohändler, ne? Mercedes, BMW, Bentley, Ferrari-Händler, Porsche sowieso, ne?
Und es gibt noch den Autosalon Singen, da werde ich demnächst auch ein bisschen was machen. Da war ich wieder rumgestrollert, der ist aus meiner Jugend so bekannt. Der hat immer ganz große Anzeigen damals gehabt in der Automotorsport, mit, dass er 3-4 Ferrari F40 hat, dass er 2-3 Testa Rossa hat, dass er 2-3 Porsche 959 hat. Heute ist mir klar, die Schweiz war ja nicht weit weg. Dann gab es in Singen den Stahlgruber, den kenne ich schon von München. Und dann gab es den WM, wie Weltmeisterschaft. Da bin ich mal rein, sauberer, aufgeräumter Laden. Da habe ich dann die hinteren gekauft, habe ich es bezahlt, habe ich nochmal 2 Sensoren dazu gekauft, hat aber 130 Stutz gekostet. Puh, diese 130 plus circa die 80 für vorne, nicht ganz so, sind wir so bei knapp 200 Euro, was mir die ganze Party gekostet hat. Von Kilometer, Sprit, Zeit, wollen wir in dem Video überhaupt gar nicht sprechen, ist ja alles erfahrungswert. Also ihr seht schon, Mission 59 fehlt, aber ich werde mir jetzt bei meinem Mercedes W123, dem 280 CE, weil wir mal die Rädchen runter machen, werden wir es genau angucken. Und ich glaube, da kommst du bei einer Achse kommst du mit 26 Euro hin, da wären wir auch wieder bei irgendwas um die 50. Und dann machen wir da das wieder und machen ein schönes Video und dann muss alles nur mal besser und routinierter gehen. Aber anstelle diese ATU und die anderen abzufahren, weil es mir halt wirklich mit eBay heimbestellen ist, sorry, wenn ich so sage, echtes Praktikabelste. Die ganze Rechnungen, die kommen wie immer in das schöne Scheckheft rein. Das ist zwar nicht so ein toller Ordner wie die Autobiography, aber man kann halt wirklich schön belegen, guck mal her, hier ist alles gemacht, auch wenn ich selber gemacht habe, es ist ordentlich gemacht, es ist gepflegt. Und wenn es einer selber macht, nach der Ahnung davon, ist ja auch nicht das Schlechteste. In Konstanz, wo ich meine Bremsbeläge zurückgegeben habe, musste man natürlich warten an der Kasse, war wieder jemand vor mir da. Als ich dann da war, ist die Dame weggegangen. Ist natürlich irre, gell? Statt grüß Gott, weggehen. Dann bin ich zum anderen Schalter, wo ein Mann war. Der war dann fertig, dann ist er auch weggegangen. Das ist echt geil. Der war schon nervlich ein bisschen angekratzt, sagt, ja, er kann sich ja entspannen. Der hat den Fall angefangen, also was heißt den Fall, er hat meine E-Mail eh nicht gefunden. Und dann hat es einer übernommen, der Junge, der muss wohl auch jung dabei gewesen sein, weil der war noch sehr nett und motiviert. Der hat das dann mit der Stornierung in Gang gebracht. Die Dame hat dann mittlerweile wieder einen Kunden gehabt an der Kasse. Und der wollte bezahlen mit Schweizer Franken und mit irgendwas, was nicht funktioniert hat. Ich habe so nicht mitbekommen, Schweizer Franken nehmen sie aber in Konstanz Grenzregion hier in dem Laden nicht an, die hat wegschicken, wo ein Bankomat ist. Und in welchem Ton? Also wer von euch noch nicht beim Wehrdienst war, damalige Wehrpflicht, nicht auf freiwilliger Basis, der kann ja mal beim ATU in Konstanz irgendwas kaufen oder machen, da weiß er schon mal, wie damals der Tod am Kasernenhof war. Aber ich habe jetzt die Teile bekommen in Singen, bin dann schön heim, habe mir noch einen leckeren Burger reingezogen im günstigen Deutschland und dann habe ich das hinten schön verbaut mit den Sensoren, alles ist Tschutsche, aber im Preis bin ich halt ein bisschen anvisierten vorbei. Trotzdem ist er mit 200 noch relativ günstig. Ich werde es aber tatsächlich irgendwann mal hinkriegen, beim Mercedes das Ganze mit 60 reinzubauen. Die Bremsbeläge, die ich jetzt verbaut habe, sind glaube ich eine altdeutsche Firma. Die ist mir noch aus meiner Jugend bekannt. Das ist so blaue Schachtel mit weißem Schrift, ATE. Und ich kann euch noch zeigen, Bremse arbeiten ist wirklich ein dreckiges Geschäft. Ich habe eine neue Hose angezogen. Hier, Moleskinstoff. Schaut mal, wie dreckig das Ganze geworden ist. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera so sieht. Also, bei Bremsenschrauben wirklich immer dreckige Klamotten anziehen, nicht sowas. Und schöne Handschuhe ist mein Tipp. Wir sehen uns bald beim nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage wie Oliver Tschüssikowski, bis Badowski.